Eine Inflationsrate von 3,8% für Deutschland. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Die aktuellen Schlagzeilen zum Thema Inflation werden entsprechend in den Medien ihren Niederschlag finden. 3,8% der Wert. Die verschiedenen Kommentatoren werden sich äußern. Die einen werden sagen, das ist nur eine Übergangsphase, bedingt durch die Corona-Maßnahmen. Andere werden sagen, nein, die große Hyperinflation steht vor der Tür. Schaut doch mal auf die Geldmenge, die neu geschaffen wurde. Es gibt viele Perspektiven, die man einnehmen kann. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung her würde ich höhere Inflationsraten erwarten als nach der globalen Finanzkrise 2008. Da wir aber keine globale Zerstörung von Produktionskapazitäten hatten, keine Zerstörung von globalem Angebot an Arbeitskräften, wie man es fachlich formulieren könnte, eben keinen Krieg, da wir insgesamt das Thema Digitalisierung, Globalisierung haben, glaube ich, wie gesagt, dass die Inflationsraten wieder zurückkommen. Das Ganze wird natürlich eine gewisse Zeit dauern und wir wollen uns nun anschauen, wie sich dieses Bild, wie sich Inflationsraten im Kontext der Kapitalanlage entsprechend hier auswirken, beziehungsweise was Denkanstöße sein können. Zunächst blicken wir auf den Ypos-Inflationscheck. Diesen publizieren wir bereits seit einigen Jahren monatlich. Wir schauen uns hier die gängigen Vermögensklassen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere an, also beispielsweise die 5-jährigen deutschen Staatsanleihen oder auch Kontoguthaben, Unternehmensanleihen der Eurozone, Staatsanleihen der Eurozone, Anleihen von Banken mit Nach- oder die im Nachgang begeben sind, Anleihen niedriger Bonität, sogenannte High Yields bzw. Junk Bonds, wie sie auch liebevoll genannt werden. Und wie Sie schon feststellen, mit der aktuellen Inflationsrate von 3,77% und Renditen für 5-jährige Anleihen von minus 0,8% sehen wir die finanzielle Repression. Wer das zusammenaddieren möchte, der kommt dementsprechend auf einen Wert von knapp 4,6%. Aber auch Kontoguthaben, wo Verwahrentgelte erhoben werden, da sind wir eben bei 4,3% im Minus. Und selbst mit Anleihen niedriger Bonität, die hier mit 1,87% notieren, das reicht natürlich nicht, um die aktuelle Inflationsrate hier entsprechend zu kompensieren. Wenn wir den Blick in die Zukunft richten und auf die Inflationserwartungen, die sich aus Kapitalmarktpreisen ableiten lassen, dann sind diese Inflationserwartungen deutlich niedriger als die aktuellen Werte. Von daher scheint das auch meine These zu untermauern. Vielleicht sind aber auch die Kapitalmarktteilnehmer etwas müde geworden, weil wir haben schon sehr oft nach der Finanzkrise über steigende Inflationsraten gesprochen. Diese sind dann bei den Konsumentenpreisen nie gekommen, sondern haben sich nur an den Preisen für Vermögenswerten, also beispielsweise Aktien und Immobilien, gezeigt. Also vielleicht unterschätzt der Kapitalmarkt auch diese Inflationsgefahr. Aber da niemand von uns weiß, was richtig ist, was falsch ist, macht es natürlich Sinn, sich so aufzustellen, dass man in verschiedenen Szenarien vernünftig gerüstet ist. Insbesondere da keine Hoffnung darauf besteht, dass die Zinsen auf absehbare Zeit auf ein real auskömmliches Niveau zurückkehren. Ein Grund natürlich auch die exorbitant gestiegene Verschuldung. Sie sehen hier mal dargestellt, leider nicht in der besten grafischen Qualität, die Verschuldung eben für verschiedene Länder, respektive vor allem auch für die Eurozone. Das ist der Balken hier ganz am grünen Rand, dementsprechend erstmalig seit den Aufzeichnungen hier oberhalb der 100%-Marke in Relation zur Wirtschaftsleistung. Ja, die Wirtschaftsleistung wird sich natürlich etwas erhöhen. Vielleicht rutschen wir dann sogar wieder drunter. Aber ich glaube, jedem von uns ist klar, hohe Schulden sind nur mit niedrigen Zinsen machbar. Wir leben in einer Welt, in der die Ansprüche an den Staat immer größer werden, in die Vollkasko-Mentalität an den Staat und damit auch indirekt an die Notenbanken, dies zu finanzieren, immer größer werden. Das ist vielleicht auch nicht jedem in der Konsequenz bewusst, aber denken Sie mal an das Thema demografische Entwicklung, Finanzierung der Sozialsysteme, alles, was da hinten dran hängt. Also es wird enormes Geld kosten, auch das Thema Klimawandel und Ähnliches wird enorme Summen benötigen und das ist natürlich leichter zu finanzieren, wenn die Zinsen deutlich niedriger sind. Von daher, wer immer mit dem Staatsbankrott rechnet, der sollte sich einfach mal anschauen, wo die Zinsen in Relation zu dem stehen, wo sie mal standen. Und insgesamt sehen wir eben, dass wir heute zwar deutlich höhere Schulden haben, aber der Schuldendienst deutlich niedriger ist als der Vergangenheit, einfach weil die Zinsen nicht mehr bei 6-7% liegen für die Staatsverschuldung, sondern bei knapp oberhalb der Null oder sogar im negativen Bereich, wie wir es ja beispielsweise bei deutschen Staatsanleihen auch sehen. Was machen wir nun aus der Anlageperspektive daraus? Sie wissen, die Inflationsrate wird immer gemessen
die Veränderung der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und was ich Ihnen hier in dieser Grafik dargestellt habe, das ist die Kapitalmarktentwicklung für ausgewählte Vermögensklassen. Konkret sehen Sie hier in Orange dargestellt, das ist der Aktienmarkt auf globaler Ebene, ein Indexfonds, der sowohl Industrienationen als auch anteilig Schwellenländer beinhaltet. Wir sehen hier einen Rentenfonds, der globale Anleihen entsprechend beinhaltet. Diese sind währungsgehedged gegenüber dem Euro und wir sehen entsprechend hier physisches Gold abgetragen. Also das ist die Entwicklung seit dem 1. Juli 2020, also genau diesen Zeitraum, den wir auch betrachten, wenn wir uns die Inflationsrate nun ansehen. Und die Frage natürlich nun, was hat dieses Portfolio gebracht? Konnte ich einen Inflationsausgleich erzielen? Weil das eine sind die Vermögenspreise, also die Entwicklung der Vermögensklassen. Das andere ist natürlich, was hat denn eine beispielhafte Portfoliokonstruktion hier generiert? Und wie man das berechnet, ist natürlich sehr simplifiziert, aber mathematisch, glaube ich, auch ganz gut, um ein Gefühl für das Thema Performance-Betrachtung und Einordnung zu bekommen. Sie sehen hier dementsprechend dargestellt die verschiedenen Vermögensklassen, Aktien, Anleihen, Gold und Cash. Ich habe unterstellt, wir haben ein ausgewogenes Portfolio. In meiner Betrachtung oder in der Betrachtung meiner Firma reden wir bei einem ausbalancierten Depot von einer strategischen Vermögensstruktur, die sich eben zusammensetzt aus 45% Aktienmarkt. Das war die eine Linie, die Sie eben gesehen haben, 45% globaler Rentenmarkt, Euro gehedged, das haben Sie gesehen, 5% Gold und 5% Cash. Wir haben hier die Wertentwicklung für diese vergangenen 12 Monate entsprechend nochmal abgetragen. Sie können das sehen, der Aktienmarkt 33%, die Renten knapp im Plus, Gold leicht im Minus und hier das Verwahrentgelt nochmal ein bisschen anteilig, weil teilweise gab es schon Verwahrentgelte, teilweise gab es noch keine, aber spielt auch keine große Rolle bei 5% Gewichtung. Und da sehen Sie hier, wenn 45% des Portfolios eine Wertentwicklung von 33% generiert haben, dann ist das ein Renditebeitrag von 15%. Und wenn Sie die verschiedenen Renditebeiträge der Vermögensklassen aufaddieren, dann stellen wir fest, dass dieses Balanced Portfolio, dieses ausgewogene Portfolio in diesem Zeitraum eine Rendite von knapp 15% generiert hat. Was ist hiervon noch abzuziehen? Beispielsweise, wenn man sagt, ich möchte extreme Einbrüche am Kapitalmarkt absichern, dann werden beispielsweise Puts gekauft. Das kostet auf 12 Monate, typischerweise 1 bis 1,5%. Typischerweise noch die Kosten der Vermögensverwaltung, Vermögensbetreuung, Finanzplanung. Auch die kann man mit 1% vielleicht ansetzen. Aber wir sehen insgesamt hier irgendwo 12 bis 13% ist eine vernünftige Renditeerwartung für ein Portfolio, was diversifiziert war und was auch eine entsprechende Betreuung erfahren hat. Wenn wir das Ganze noch weiter denken, dann sehen wir auch für die Zukunft, okay, wo stehen wir da? Und ich glaube, wir können dementsprechend auch festhalten, naja, wir haben Grundzusammenhänge, die immer gelten und das sehen Sie schon hier. Wir sehen unsere Vermögensklassen, das sind eben Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, also die Definition der Vermögensklassen sind, glaube ich, recht klar. Die sehen wir entsprechend hier. Wir sehen die erwartete Rendite. Wenn Sie das miteinander multiplizieren, entsprechend der Gewichtung, dann gibt es den erwarteten Ertrag vor Kosten. Von den Kosten auf der Ebene der Vermögensklassen sind die Kosten des Anlageproduktes abzuziehen. Die sind erfreulicherweise in den letzten Jahren deutlich gefallen, zumindest dann, wenn man Zugriff auf Indexfonds und institutionelle Produkte dementsprechend hat. Das gibt die Rendite nach Kosten, dann fallen entsprechend Steuern an, beispielsweise die Abgeltungssteuer. Diese Steuern können natürlich auch optimiert werden über verschiedene Konstruktionen im Rahmen der legalen Möglichkeiten. Dann haben wir die Rendite nach Steuern. Von der Rendite nach Steuern ist die Inflation abzuziehen und das gibt die persönliche Rendite. Und da sehen Sie schon, was kann ich als Anleger beeinflussen? Ich kann nicht die erwarteten Renditen beeinflussen, das gibt es nur in Marketingbroschüren. Ich kann beeinflussen, wie und in welcher Höhe meine Vermögensklassen gewichtet sind. Ich kann vor allem auch die Kosten meiner eingesetzten Produkte beeinflussen. Ich kann Steuern zu einem gewissen Anteil beeinflussen und ich kann vor allem auch beeinflussen, inwieweit mein eigenes Verhalten sich negativ auswirkt, weil in vielen Fällen stellen wir fest, dass die größten Kostentreiber in der Wertentwicklung eines Anlegerdepots sind nicht die Finanzprodukte, es sind nicht die Transaktionskosten bei der Bank, sondern das sind die Fehlentscheidungen, die getroffen werden, weil eine Anlagestrategie gewählt wird, die eigentlich nicht zu den strategischen Rahmenbedingungen des Anlegers passt, weil vielleicht in positiven Phasen zu viel Risiko genommen wird, was dann im nächsten Crash natürlich zu einem brutalen Abschmelzen führt. Dieses Abschmelzen führt dazu, dass Nervosität nach oben kommt. Diese Nervosität führt zum Abbau von Positionen
wenn die Kurse unten sind, dieses prozyklische Verhalten heißt also, ich partizipiere mit geringerem Maße an steigenden Kursen. Also auch das ein wichtiges Thema, dieses Thema Anlegerverhalten als implizites Kostenthema, ein ganz großes Thema. Dazu der Punkt Opportunitätskosten durch die falsche Anlagestrategie, auch ein großer Kostentreiber. Und diese Kosten finden Sie in keiner Broschüre, in keinem Kostenausweis, weil das niemand mitrechnet, was auch heißt, warum es sehr wichtig ist, vielleicht eine vernünftige Vermögensstruktur mit einer entsprechenden strategischen Benchmark-Thematik auf Ebene von Vermögensklassen zu haben. Also, wir können eigentlich festhalten, nehmen wir einen Basishaushalt, jeder für sich kann das rechnen, stellen wir uns vor, Sie haben 30.000 Euro Lebenshaltungskosten im Jahr, nehmen wir an, diese Inflationsrate von 5% wäre für Sie relevant, dann würden diese Lebenshaltungskosten beispielsweise um 5% oder wie jetzt hier um 4% steigen, 4% auf 30.000, Lebenshaltungskosten sind 1.200 Euro. Nehmen wir an, dieser Anleger hätte 100.000 Euro Kapitalanlagevermögen, hätte nach Steuern, Sie haben es eben gesehen, 14-15% Vorsteuer, sagen wir es waren 10% Nachsteuer, 10% Nachsteuerergebnis in diesem Zeitraum sind logischerweise bei 100.000 Euro Anlagesumme 10.000 Euro. Also 10.000 Euro Vermögensmehrung versus 1.200 Euro Mehrkosten auf der Konsumebene. Das zeigt sich eben ganz deutlich, dass doch viele Haushalte in der Lage sind, mit der passenden Anlagestrategie über die Vermögensmehrung die Inflation auszugleichen. Zeigt aber natürlich auch gleichzeitig, dass die Vermögensstruktur und deren Zusammensetzung relevant ist, weil wenn das ganze Geld in einer Immobilie steckt, dann können Sie nicht einfach Ziegel verkaufen, um die Inflation an der Ladentheke zu kompensieren. Also es kommt nicht nur auf das Thema Sachwerte an und auf deren Entwicklung, sondern auch auf die Zusammensetzung, insbesondere natürlich auch dann, je eher man aus der aktiven Erwerbsphase in die passive Phase der Berufstätigkeit entsprechend kommt, also eben diese Ruhestandsphase, sei es im Rentenalter, sei es als Privatier, sei es nach dem Exit bei dem Verkauf des Familienunternehmens. Also diese Aspekte gilt es zusammenzubringen. Und das zeigt natürlich auch die soziale Komponente, weil wer keine Vermögenspreise hat, der kann auch nicht übersteigende Vermögenspreise partizipieren und kann dementsprechend auch die Inflation bei den Konsumgüterpreisen kompensieren. Jetzt gibt es aber natürlich auch, wenn Sie über Vermögen verfügen, nichts umsonst. Sie wissen, wir hatten den Corona-Einbruch am Kapitalmarkt im Frühjahr des vergangenen Jahres. Danach hat der Markt sich sehr, sehr schnell erholt und dementsprechend diese Grafik sei nochmal erwähnt, weil das gibt ein gutes Gefühl dafür. Hier sehen Sie mal die Entwicklung in einem längerfristigen Kontext und da sehen wir eben auch mal den Aktienmarkt hier in Orange und da sehen Sie diesen brutalen und schnellen Verlust in diesem Corona-Crash. Erfreulicherweise, das sehen Sie hier auf der Zeitachse, hat das gar nicht lange gedauert, bis man hier wieder sein altes Niveau erreicht hat. Und es wird durchaus auch mal sein, dass das länger dauert, dass Sie vielleicht mal ins Depot schauen und sehen, anderthalb, zwei, vielleicht drei Jahre ein Depotwert, der unterhalb dessen liegt, was Sie als Kapital eingezahlt haben oder was Sie als letzten Höchststand auch hier emotional vielleicht definiert haben. Und dann ist es eben auch wichtig, die Disziplin zu haben, weil das ist klar, im Nullzinsumfeld mit negativen Renditen, mit negativer Verzinsung auf Kontoguthaben ist jede Form der positiven Ertragserwartung eine Prämie für übernommene Risiken und dementsprechend diese Prämien werden über den Zeitraum verdient. Die Schmerzen entstehen zum Zeitpunkt. Der letzte Schmerzpunkt war natürlich der Corona-Crash. Wir hatten vorher die Finanzkrise, die Euro-Staatsschuldenkrise. Wir hatten Taper-Tantrum. Also dieses Thema auch bei einem diversifizierten Portfolio mit beispielsweise 45% Aktien mal 15% Wertverlust zu sehen vom letzten Hochpunkt. Ich glaube, das muss eine vernünftige Erwartung nach vorne sein. Das ist der Preis, das ist der Schmerz, den man bezahlen muss, um die Chance zu haben, mit der Vermögensentwicklung eine Rendite zu erzielen, die oberhalb der Inflationsrate liegt und, wenn man etwas clever ist, auch noch die Steuern berücksichtigt und die eigene Emotionalität im Griff hat, eben eine Mehrung zu generieren, die nicht nur ausreicht, die Inflation zu schlagen, sondern noch zusätzlich den realen Kaufkrafterhalt über die Zukunft entsprechend auszubauen, also mehr Kaufkraft zu generieren, als man an Konsumverzicht gebracht hat. Also, viele Themen lassen sich heute nicht ins Boxhorn jagen. Was die Inflationsrate angeht, die Welt wird nicht untergehen. Vieles haben wir auch selbst in der Hand. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.